Und wir finden eine Powerbombe. Ich rieche da irgendwie sowas, wenn wir diese Powerbombe hier verwenden, was wir wahrscheinlich müssen, da die Tür da weiß war. Wird das irgendwie was Heftiges auslösen? Vielleicht eine Fluchtsequenz oder so. Ja. Ach du heilige Scheiße. Ja, wir müssen hier irgendwie raus. Ah, okay, hier geht's durch. Na gut, da hat dieser Scan irgendwie ein bisschen was vorweggenommen. Denn dass eine Powerbombe die Temperatur nicht senkt, das war wohl so ziemlich klar. Und jetzt macht das auch Sinn, dieses Design mit diesem ganzen langen Weg bis aus diesem Turm hier heraus. Aber ja, gut, es kann ja eigentlich kein Metroid-Spiel ohne so eine Fluchtsequenz geben. Das wäre ja alles andere, wäre ja schon ziemlich... Och du Scheiße, wer ist das denn? Nummer 5 lebt? Der Penner macht mir jetzt irgendwie so einen kleinen Strich hier in meine Fluchtplan. Dingsda-Bumster, in meinen Fluchtplan. Okay, ja, sein Härchen hat er verloren. Oder scheint sein... Ja, das scheint sein Schwachsinn zu sein. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn er diese Turbinen da überwalzt. Na okay, gut, ich hatte jetzt irgendwie gerechnet, das führt vielleicht zu einem Anstieg der Temperatur. Aber dank unseres Spacer-Beams brauchen wir da gar nicht mehr so genau zielen, können einfach draufhalten. Das ist besser, als den mit Raketen abzuschießen. So, und jetzt sind wir wieder hier auf dem alten Weg. Ist denn hier jetzt irgendwie... Tatsächlich. Ja. Tatsächlich in diesem einzelnen Raum, der vorher zu nichts nutze war, ist unser Ausgang drin. Irgendwas musste er ja nutzen haben. So, und da ist der Fahrstuhl. Oh, scheiße, wir brauchen Speed hier. Verdammt! Na komm, mach schon. Es ist noch ein langer Weg. Ja, wir haben noch über die Hälfte Zeit. Oh, jetzt geht die Anzeige aber ganz schnell in die Höhe. Das hat mir jetzt gerade irgendwie nicht so gefallen. Jetzt so weit war es dann eigentlich nicht mehr, oder? Wir sind jetzt hier schon wieder auf einem neuen Weg, den wir vorher noch nicht hatten. Weil die ganzen Türen hier alle im Eimer sind. Ah, jetzt kommen wir hier wieder raus. Oh shit, das ist doch noch ein ganzes End. Oh, ich glaube, das wird richtig, richtig knapp. Scheiße. Ja, komm, hier eine Powerbombe. Das dauert zu lange sonst. Und da oben durch. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ich glaube, da rieche ich gerade den Tod auf mich zukommen. Ach nein, und diese blöden Tore. Und jetzt geht die Scheißanzeige aufs Maximum. Oder es ist ganz, ganz knapp davor. Ja, oh, ich glaube, das war's. Ja. Wir sind im Eimer. Toll, tot. Waren zu lang. So. Oder? Hey, wir leben noch. Wir haben noch 5 Einheiten. Ja, scheiße. War das Ganze jetzt hier geskriptet, oder? Was soll das jetzt sein? Ja. Nichtsdestotrotz sind wir kurz vorm Tod und sollten schnell eine Speicherstation aussuchen. Und glücklicherweise war hier eine in der Nähe. Boah, Gott, verdammt nochmal. Da ist man mal richtig schön durch den Kakao gezogen worden, würde ich mal da spontan sagen. Aber war schon gut gemacht. Das auf jeden Fall. Ja, und hier unten war ja ein Durchgang, wo wir mit einer Powerbombe durchgehen konnten. Es gab so einige Durchgänge, die versperrt sind und sie führen zu einer weiteren Powerbombe. Oder zwei weiteren vielmehr.
auch hier zu einer Tür, die damit aufgeht. Aber auf der anderen Seite des Raums waren wir schon. Ja, das ist hier unser, hier ist unsere Energieeinheit, mit der wir hier den Strom hochgefahren haben, ganz am Anfang. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch so ziemlich fertig hier, oder? Na gut, jetzt habe ich mir hier einen kleinen Umweg reingebastelt, weil hier hätten wir eigentlich nicht durchgehen brauchen. Da können wir eigentlich auch am besten eher wieder zurückgehen. Ja, obwohl, ja, hier war ja die Tür war weiß, ne? Ja, scheiße. Ja, gerade noch eben gesehen und schon gleich wieder vergessen. Kurz das Mikrofon richten. Mit einer Hand kann man ja auch noch hochspringen, nur nicht gerade. Das Item noch, glaube ich, mitnehmen, denn das war, glaube ich, auch durch die Powerbombe versperrt. Genau hier in der Wand war das, glaube ich. Oder? Nee. Na doch, nee, doch. Das war hier unten, meine ich. Ja. Oh, das sieht nach einer Supermissile aus. Finde ich eigentlich sogar noch besser. Die sind im Kampf gegen Metroids immer sehr, 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 sehr willkommen. Hier kommen wir jetzt aber wieder raus. Ja, ich glaube, dann können wir diesen Sektor zum größten Teil eigentlich auch zu den Akten legen. Ich mal spontan. Ah ne, da ganz oben war noch was. Obwohl, das war da irgendwie. Das war ja an der Decke da irgendwie. Ja, okay, lass ich jetzt mal Item sein. Aber hier unten waren wir noch nicht, denn hier ist jetzt auch die Lava abgeflossen und da finden wir einen Missile Tank. So, und hier kommen wir jetzt unterwegs hier raus, gleich da wieder zu einem Örtchen hin, wo wir vorhin nicht weiter konnten, weil da wahrscheinlich Lava war, die jetzt weg ist. Schnell was nachschauen. Vielleicht haben wir jetzt eine bessere Chance da. Da war ja hier dieses Item, wo wir, glaube ich, Anlauf brauchten. Ja, das. Naja, das macht hier die Chance nicht wirklich besser. Naja, da können wir auch nicht. Können wir auch nicht dort das da wegspringen. Da hätten wir zumindest eine bessere Chance gehabt, da Anlauf zu nehmen. Das wird so nicht reichen. Oder hier oben irgendwo. Da hinten was noch. Da oben haben wir noch was. Ja, da legst dich nieder, ne? Ja, ich glaube, ich gehe einfach mal hier weiter. Und bin mal gespannt, wo wir da hinkommen. Eigentlich laut dem, also im Original würden wir jetzt eigentlich in dieses
ja, in das Metroid Nest kommen, was so, ja, die letzte Bastion vor dem Finale ist. Da müssen wir irgendwann rauskommen, wenn ich mich da noch recht entsinne. So, und da ist Lava. Aber was ist das hier? Kommen wir da jetzt? Ja, das sieht. Ja, das ist irgendwie ein neues Höhlensystem. 8 Metroids sind hier. Ach du Scheiße. Ja, so viele waren in diesem Nest nicht. Also da weiß ich noch, das war irgendwie nur voller. Voller stärkerer Metroids. Der stärksten Sorte, also Omega Metroids. Oh, und hier geht's ins Wasser. Ja, das scheint hier. Einen neuen Log-Eintrag. Verteilungscenter. Die Höhle hat ein massives Gebäude mit elektrischen Conduits und Wasserrohren. Eine der Wasserrohre ist zusammengebrochen, das Wasser fließt in diese Bereiche rein. Ah, okay. Also diesen Bereich gab es vorher noch nicht. Weil Wasser gab es in Metroid 2 schon, aber halt nur irgendwie so kleine Wasserpfützen mal hier und da zwischendurch. Aber erst ab Super Metroid kam das ja ganze Jahr damit hinein, dass mit dem Gravity Suit und all sowas. Und ich nehme mal an, den Gravity Suit werden wir hier irgendwo finden. Zumindest schon mal nicht hier. Denn damit will dir das Spiel einfach nur sagen, du Idiot, gehe nicht weiter. Ohne Gravity Suit kannst du nicht schnell laufen und kommst hier auch nicht weiter. Das irgendein Haufen Blasen, der uns den Weg versperrt und vor nichts halt zu machen scheint. Nicht mal vor einer Powerbombe. Okay. Da kommen wir so nicht durch. Den können wir auch so nichts anhaben. Aufgeladen. Nee. Nee, da kommen wir so nicht weiter. Also sind wir hier vollkommen falsch. Aber ist ja auch nicht selten, dass man unter Wasser ohne den Gravity Suit ein wenig eingeschränkt ist. Was das Weiterkommen angeht. Also müssen wir uns doch mal hier ein bisschen weiter oben an der Oberfläche umsehen. So, da geht es doch hier schon ein bisschen besser und da ist auch noch ein Durchgang. So. Da warten diese, ja, Mario 2-artigen Gegner, sage ich jetzt mal, auf uns. Das ist so das erste Spiel, wo ich, was mir in Erinnerung kommt, wo solche Gegner sind, die an Oberflächen herumkreisen. Und was sind das für Dinger? Ja? Ach du Scheiße! Ja. Da sollten wir vielleicht aufpassen, wenn wir die beschießen. Heiliger Bam Bam. Ist denn da irgendwie jetzt ein Weg rein? Nicht der Fall zu sein. Aber hey, eine Speicherstation. Die nehme ich doch gerne mit. So, vielleicht irgendwas Gefährliches in der Nähe. Oh je. Naja, da können wir hier zumindest in Deckung gehen. Da ist eine weiße Tür.
Dann haben wir gesehen, dass wir irgendwie nach oben kommen. Und ja, da wird alles vollgestopft sein mit unseren Klingenfreunden hier und wahrscheinlich auch mit unseren anderen Freunden, die es nicht sehr mögen, wenn man sie beschießt. Ah, okay, so viel auch. Oh je. Immer schön vorsichtig. Oh, die können sogar durch die Luft fliegen. Sie können in die Luft fliegen und durch die Luft ihre Kreise drehen. Naja, soll mir recht sein. Da muss man sich nicht irgendwie an neue Muster bei denen gewöhnen. Oh ne, lieber mal warten. Bevor die Wand da wegspringt, das wäre für uns nicht gut ausgegangen. Hätte ich das jetzt vorher gemacht. Ein Hoch auf dem Wave Beam. Oh, was. Das ist das schon wieder so ein. Was ist das für eine Apparatur? Da passt doch ein Morphball rein, oder? Okay. Was ist jetzt passiert? Okay, das ist irgendwie der gleiche Text. Ne, Moment. Alle Zugungsenergie ist in den tragbaren Sphärenzellen gespeichert, welche durch die, über eine Passage in das ganze Höhlensystem über Vakuumrohren und Trägerdrohnen verteilt werden. Diese Zellen sind bis zur maximalen Kapazität geführt. Jede Kichelwaffe auf Beamwaffen oder zerstört diese. Okay, also haben wir jetzt quasi das, den gesamten Planeten mit diesen Zellen hier versorgt. Oh Gott. Und die Musik hat sich verändert. Und die gefällt mir irgendwie richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ist irgendwo ein Item eingezeichnet. Aber hier ist irgendwo ein Durchgang. Ah, da unten. Okay, da brauchen wir die Screw Attack. Die haben wir nicht. Wow. Okay, das sind diese kleinen Containerdrohnen. Ah, haha. Ich verstehe. Also die wurden jetzt auch an diese ganzen Orte verteilt, wo wir vorher schon diese, diese Statuen gesehen haben. Nur mit diesen können die auch betrieben werden. Die Frage ist, wie können wir die transportieren? Also Beamwaffen sollten wir nicht verwenden. Was, vielleicht mit Bomben oder so? Na, aufnehmen können wir sie auch nicht, oder? Nee. Bomben vielleicht? Ah ja, mit Bomben, okay. Das heißt also, wir müssen sie wie so ein gekonnter Fußballer dort mit Bomben hineinkatapultieren. So, bevor wir hier was machen, erstmal hier die Freunde da loswerden. Naja, wenn ich jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenke, der Entwickler Dr. M64, der kommt aus Argentinien. Vielleicht hat er da so ein bisschen seine Ja gut, es ist ja nicht wirklich Fußball, aber sag mal so, wie wir den Ball hier, diese Bälle hier herumbalancieren müssen, hat ein bisschen was davon. Vielleicht ist er großer Fußballfan, wie viele in Argentinien, kann natürlich sein.
dass das da irgendwo mit hineinfließt. Naja, jedenfalls haben wir jetzt endlich herausgefunden, was wir mit diesen Türen machen können. Und mit diesen Statuen, denen wir da schon so häufig über den Weg gelaufen sind. Das heißt also, dank dieser Drohnen sollten welche von diesen Kapseln auch in die Nähe transportiert sein, wo wir schon vorher diese Statuen da gesehen haben. Oh Gott. Das passt mir jetzt mal so gar nicht in den Kram. Wie gut, dass ich gerade nochmal abgespeichert habe. Und die Explosion von den Dingern kann denen nicht zufällig was anhaben, oder? Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ach man, vielleicht soll ich die nicht mal so schnell schießen.